Herzlich willkommen zu Weser-Kurier aktuell, Ihren Nachrichten aus Bremen und umzu. Die CDU-Landesvorsitzende Rita Mohr-Lüllmann hat heute angekündigt, dass sie für den Bundestag kandidiert, der im kommenden Herbst neu gewählt wird. Sie verwies auf ein Gespräch mit dem Staatsminister und Bundestagsabgeordneten Bernd Neumann. Dieser habe erklärt, er werde für den Bundestag nicht mehr kandidieren. Mohr-Lüllmann sagte, sie werde sich für den ersten Listenplatz der Bremer CDU und für das Direktmandat im Wahlkreis Bremen-Stadt bewerben. Bei strömendem Regen ist heute die neue Uferpromenade im Europahafen eingeweiht worden. Die Promenade besteht aus 2 8 Meter breiten Wegen, einer am Wasser und einer an den Gebäuden. Die rund 1,5 Kilometer lange Strecke verbindet die Innenstadt mit der Überseestadt. Die Bauphase dauerte 2 Jahre und hat etwa 1 Million Euro gekostet. Es wird noch ein Uferweg angelegt im unteren Teil der Promenade, sodass man auch noch näher ans Wasser herankommen kann. Und dann natürlich alles, was an Gebäuden im hinteren Bereich auch noch bebaut wird. Niedersachsens Verkehrsminister Jörg Bode will auf Teilen der norddeutschen Autobahnen die Tempolimits abschaffen. Auf einer Länge von insgesamt 145 Kilometern soll es freie Fahrt geben. Eingeschlossen ist da auch die neue 6-spurige A1 zwischen Bremen und Hamburg. SPD und Grüne werfen Bode vor, mit einem Aufheben der Tempolimits die Verkehrssicherheit zu gefährden. An der Hochschule und der Universität Bremen gibt es noch freie Studienplätze für das kommende Wintersemester. Trotz der hohen Anzahl an Bewerbern gibt es in bestimmten Fachrichtungen noch Möglichkeiten, ein Studium zu beginnen. Informationen gibt es beim Immatrikulations- und Prüfungsamt der Hochschule Bremen oder für die Uni auf der Website www.hochschulstart.de. Im Zuge der gemeinsamen Initiative von Wirtschaft und Bundesregierung Deutschland, Land der Ideen, hat heute Bürgermeister Jens Börnsen die Ausstellung Meine Welt zu Hause eröffnet. 300 Grundschüler beteiligten sich an dem Projekt und setzten sich mit der Frage auseinander, was für sie zu Hause bedeutet. Was ist Heimat? Mit dieser Frage haben sich rund 350 Bremer Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen künstlerisch auseinandergesetzt. Das daraus entstandene Kunstprojekt Meine Welt zu Hause wurde heute in den Ausstellungsräumen des ehemaligen Postamts eröffnet. Wir wollten gucken, ob diese Kinder aus den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Vorstellungen haben zum Zuhausegefühl, zu Zuhausewünschen und wie sie halt ihr Zuhause gestalten möchten. Einen Einblick in die unterschiedlichen Vorstellungen von Heimat kann der Besucher in den vielen von den Kindern angefertigten Zimmerchen erhalten. Die Botschaft möchte ich erstmal für jedes Kind im Einzelnen überbringen. Und das heißt, sich mit einem doch sehr schwierigen, abstrakten Thema künstlerisch auseinanderzusetzen. Die Ausstellung Meine Welt zu Hause kann noch bis zum 5. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Der Belladonna Gründerinnenpreis geht in diesem Jahr an Petra Wittenberg mit ihrer Firma Arte P73. Ihr Konzept, sie hat in der Neustadt 20 Zimmer in mehreren Häusern angemietet, die an Gäste weitervermietet werden und mit Werken Bremer Künstler ausgestattet sind. Der Gründerinnenpreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Statistik spricht eine klare Sprache. Seit mehr als 11 Jahren wartet der SC Freiburg auf einen Heimsieg gegen Werder Bremen. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften heute Abend spielt das für Thomas Schaaf allerdings keine Rolle. Ein attraktives Spiel erwartet der Werder-Trainer aber trotzdem. Es ist natürlich eine Sache, dass zwei Mannschaften jetzt, die beide auf Fußball spielen wollen, da aufeinandertreffen. Und dann wird sich immer wieder zeigen, wer sich dann an dem Tag durchsetzen kann. Wenn uns das einige Male gelungen ist, dann sind wir sehr froh darüber. Aber wir gehen nicht davon aus, dass das ein Selbstgänger ist, dass es weiter so Bestand hat. Wenn es so wäre, umso schöner. Dann machen wir das gerne mit. Die Partie heute Abend um 20 Uhr können Sie bei uns im Live-Ticker verfolgen. Und das war Weser-Kurier aktuell für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.